irgendwie noch so ein bisschen in Unruhe, auch bei Mercedes, obwohl es auf die richtige Ziellinie wohl zugeht mit den Zweien. Jetzt ist die Frage, was ist denn mit Sebastian Vettel und Co. eigentlich los? Da ist es ruhig beim Red Bull Racing Team. Und der Christian Horner, der Teamchef, der sagt auch einfach, in der Ruhe liegt doch die Kraft. Also was soll das ganze Theater? Wir sind gut aufgestellt. Da freuen wir uns ganz besonders, dass es uns gelungen ist, dass Iris Gündisch und Andy Benz ganz exklusive Bilder vom Team und in England machen konnte. In der Formel 1 gibt es keine Verschnaufpause. Kaum ist das letzte Rennen vorbei, richtet sich die volle Konzentration der Teams auf die nächste Saison. Die Entwicklung des Autos hat dabei oberste Priorität. Gerade für die vier neuen Teams bedeutet das eine Menge Arbeit. Sie wollen in der Formel 1 so richtig durchstarten, verfügen aber nicht über die jahrelange Erfahrung anderer Rennställe. Red Bull Racing kennt diese Herausforderung nur zu gut. Es ist sehr schwierig. Wir sind ja mittlerweile ein etabliertes Team und verfügen über gute Leute. Um so weit zu kommen, haben wir 4 Jahre Entwicklungsarbeit gebraucht. Von null zu beginnen, die richtigen Leute zu finden, als Team zu formen und dann ein wettbewerbsfähiges Auto rechtzeitig zu entwickeln, das ist eine enorme Herausforderung. Trotz einer gewissen Routine und dem nötigen Know-how muss auch ein erfahrenes Team wie Red Bull Racing im Winter Vollgas geben. Hier ruht sich keiner auf dem Erfolg der vergangenen Saison aus. Fieberhaft wird an der Entwicklung des RB6 gearbeitet. Der Tank muss größer, das Auto breiter und länger werden. Denn ab 2010 gilt Tankverbot während des gesamten Rennens. Kein einfaches Unterfangen für das Designteam, denn Technikchef Adrian Newey hat seine ganz eigene Vorgehensweise. Adrian lässt sich gerne bis zum letzten Moment Zeit mit dem Design. Das setzt die Designer und die Jungs unten in der Produktion massiv unter Druck. Ungefähr im August beginnt er sich auf das neue Auto zu konzentrieren. Und ab diesem Zeitpunkt fangen dann auch viele Abteilungen an, sich mit dem neuen Auto für 2010 auseinanderzusetzen. Newey kann sich diesen Winter sogar noch mehr Zeit lassen. Die freiwillige Beschränkung der Teams auf nur 4 Testtage lässt Freiräume offen. Vor Februar werden die neuen Autos nicht auf der Strecke erwartet. Dann aber geht es richtig los und die Teams müssen ganze Arbeit leisten. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Tests, die wir optimal nutzen müssen, damit die Fahrer und wir möglichst viele Kilometer abspulen können. Es ist sehr wichtig, dass wir alle Teile des neuen Autos testen. Sowohl die Ausdauer als auch die Zuverlässigkeit des Autos sind wichtige Aspekte in der Formel 1. Das erste Kräftemessen im Februar wird zeigen, wer die Nase vorne hat. Bis dahin läuft die Arbeit in der Fabrik auf Hochtouren. Jedes Detail am RB6 muss passen, wird akribisch überprüft. Das eingespielte Team von Red Bull Racing hat dabei gegenüber der Konkurrenz einen klaren Zeitvorteil. Und den will es nutzen.